Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Folge Neues aus dem Plattenschrank. Und ich würde mal sagen, ich nenne diese Folge mal Spezial, weil ich finde, es sind schon teilweise spezielle Platten dabei. Die erste Platte, die sieht so aus. Schaut euch das mal an. Ich finde, ich weiß nicht warum, aber irgendwie dem Cover sieht man schon an, aus welcher Zeit das ursprünglich stammt. Sind nämlich hier im Jahr 1991 und es handelt sich um 4Play Self-Titled. Eine ja, Jazz-Kombo Super Group mit Bob James, Lee Ritenour, Heavy Mason und Nathan East. So sieht das Ganze hier innen aus. Und da gab es auch schon 2015 eine Music on Vinyl Reissue. Aber das hier ist, glaube ich, die erste offizielle Reissue hier. 30th Anniversary 2LP Original Album Reproduced Using Analog Master Tapes von dem Evolution Label. Ja, und wenn ich da bei Discogs lese, bezüglich dem Mastering und so weiter, also wie gesagt, Using Analog Master Tapes. Und drunter steht dann auch mal nur Lecker Cutting in Germany from High Resolution Master. Also weiß nicht genau, was jetzt hier Sache ist, analog, digital, ist mir aber auch eigentlich wurscht. Wir kommen erstmal zur Musik da drauf, wie gesagt, von 1991. Und ich sag mal, man hört so Reste aus den 80er Jahren da drauf, aber es ist doch irgendwie frischer vom Sound her, würde ich sagen. Und es ist wunderbar eingängiger, funkischer, soulischer, allgemein verträglicher, zugänglicher Jazz. Also, aber jetzt kein klassisches Jazzalbum, was das ich sonst so vorstelle. Es ist schon Musik, mit der auch ein Nicht-Jazz-Fan was anfangen kann, meiner Meinung nach. Ich finde es total cool musikalisch, macht mir tierisch Spaß, was da drauf abgeht. Mir war das nicht bewusst, mir ist das über den Weg gelaufen und ich dachte ja, die erste, wie es aussieht, offizielle Reissue von diesem Album, diese Kombi von Künstlern hier drauf, interessant, Jazz, Supergroup, so ein bisschen. Also ich dachte, dass, weil es mir musikalisch gefallen hat, ich habe es natürlich vorgehört, ich dachte, das könnte der nächste audiophile Reissue-Himmel sein schlechthin. Keine Ahnung, so habe ich irgendwie gedacht. Die Platte braucht ein bis zwei Klicks mehr an Lautstärke, zumindest bei mir. Ist musikalisch nimmt es sowieso total mit. Also top da, wie gesagt. Nimmt auch klanglich mit. Also macht Spaß zu hören, man kommt ins Wippen und so weiter. Das passt schon. Ist eher kräftig abgestimmt, würde ich sagen. Ist klar, trotzdem klar, dynamisch. Also das passt schon, hat aber jetzt nicht so die Breite, alles ein bisschen zentrierter, natürlich schon Stereo, aber geht jetzt nicht so viel richtig weit hinaus. Also das passt klanglich, ist gut, aber warum auch immer, ich habe gedacht, das ist irgendwie Next Level. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Manchmal hat man irgendwie so ein Gefühl. Muss es ja auch nicht sein, alles gut, aber ich wollte nur sagen, dass ich mir das so vorgestellt habe und das ist hier nicht der Fall. Ich finde, hier fehlt an der einen oder anderen Stelle so mir ein bisschen Platz, ein bisschen Luft zwischen den Instrumenten, wenn ich das in Ruhe schön laut auf der Anlage höre. Es wirkt auf mich so, als wäre da Mastering-technisch noch mehr Potenzial drin, was man nicht ausgeschöpft hat. Macht diese Platte trotzdem Spaß, auf jeden Fall, nicht nur musikalisch und wie gesagt, klingt auch vernünftig. Das ist schon nicht schlecht. Vom Material her eher dünn bis mittelschwer. Ja, dünn bis mittelschwer. Hätte man sich etwas mehr Mühe geben können, muss ich sagen. Die haben ja inne drin ihr eigenes Evolution Music Group. Sehr vernünftige Mo-Fi-Style Inners. Zeige euch auch mal hier. Das Label dann aussieht, Platten sauber, Pressqualität stimmt, Plan, da kann man nichts sagen. Würde mich echt mal interessieren, schreibt doch mal drunter, ob das irgendjemand schon gekannt hat. Also mir ging das bisher total vorbei. Also ich finde es cool. Wir kommen zur zweiten Schallplatte und dabei handelt es sich um Johnny Cash's At Folsom Prison. Eine Live-Performance von Johnny Cash aus dem Jahre 1978 und ihr wisst vielleicht, dass ich Johnny Cash wirklich mag.
ich eigentlich vorzugsweise stehe auf die späteren, älteren Aufnahmen von Johnny Cash, wo die Stimme, ja, Alter drin ist und so kräftig irgendwie, das nimmt mich irgendwie mehr mit. Ich weiß, es gibt aber auch viele Fans, die Johnny Cash eher in den jüngeren Jahren mögen. Und davon ist diese Live-Performance. Ich kann mir vorstellen, dass es da einige große Fans davon gibt. Und ich dachte mir, ja, das wäre doch jetzt was zum Ausgleich zu meinem eher älteren Johnny Cash. Diese Live-Performance auf MFSL. Special Edition, ich habe hier die Nummer 2493, kommt in dem gewohnt schweren Material, wie wir es aktuell bei solchen Releases gewohnt sind. Kommt auf Doppel-Vinyl und 45 RPM. Wie immer hier von mir Kritikpunkt, sag's noch mal kurz, ich hätte gerne die normalen Labels. Das kam nämlich original auf Columbia. Und jetzt so ein richtig schickes rotes Columbia-Label da drauf, wie es halt original auch war. Von mir aus mit einem kleinen MFSL-Stempel drauf. Wäre mir viel lieber wie dieses MFSL-Label. Aber das habt ihr auch schon oft genug von mir gehört. Ich muss es immer noch mal sagen. Man hat hier ein Gatefold benutzt, weil es halt zwei Platten sind. Hat aber anscheinend kein Material, um das innen drin zu befüllen, irgendwie schade. So Session-Fotos von dem Konzert wären doch auch ganz cool gewesen irgendwie. So haben wir hier eine ganz leere Seite. Hinten dachte ich erst, die hätten auch was anderes gemacht, aber nein, so sah das Original auch aus. Mit diesem handschriftlichen Text von Folsom Prison Blues Song, signiert von Johnny Cash. So war das auch bei dem Original. Also wir haben gesagt, Original 1968, diese MFSL jetzt gerade 2024 erschienen. Da gab es auch mal eine Vinyl Me Please 2021, zu der ich jetzt natürlich keinen klanglichen Vergleich habe. Ist wie gesagt eine Live-Performance und ja, wie klingt das Ding? Also über die Musik von Johnny Cash brauche ich ja jetzt nichts großartig zu sagen, denke ich mal. Da sind einige Hits drauf. Die klingt gut, aber irgendwie roh. Und das schon mal kurz und knapp gesagt, passt mir aber sehr gut zu dieser Art von Live-Performance aus den 60er Jahren in dem Fall. Also es klingt an vielen Stellen sehr roh, auch das Mikrofon und seine Stimme, die darüber aufgenommen wirkt, ich will nicht sagen übersteuert, aber es klingt wie so ein altes, raues Mikrofon teilweise, wenn er laut singt. Ihr wisst vielleicht, was ich meine. Das Ganze hat aber nichts damit zu tun, dass ich empfinde, dass das dadurch schlecht klingt. Nein, das war halt einfach so und es kommt doch gut rüber. Es ist eine schöne Trennung da. Es ist Platz zwischen den Instrumenten, vor allem für eine Live-Performance. Wirklich, hier auch wieder, wow, verrückt, dass das damals schon so gut gemacht wurde oder dass man heute so viel daraus machen konnte. Was mir hier nicht so gut gefällt, aber das ist wohl auch der originalen Aufnahme geschuldet. Keine Ahnung, ob man das hätte anders machen können im Nachgang. Will man wahrscheinlich auch nicht. Ne? Ist das die Rhythm Section bzw. das Schlagzeug aus dem rechten Kanal so hauptsächlich kommen. Ich finde das immer, bei Jazz ist das eine andere Sache, bei solchen Sachen und gerade so einer Live-Performance, da habe ich gerne das Schlagzeug und alles, was so den Rhythmus macht, aus der Mitte kommen und dann alles andere so links und rechts weit raus. Weiß ich nicht, liegt vielleicht an mir, könnt ihr auch mal unten reinschreiben. Also wenn dann das Schlagzeug so weit rechts ist bei sowas, das ist für mich irgendwie ein bisschen irritierend, ist man dann mit der Zeit auch irgendwann drin, aber ja. Ich denke mal klanglich, ich lehne mich immer jetzt so weit aus dem Fenster, auch wenn ich die VMP nicht gehört habe, an Reissues wird das wohl die bestklingendste Version von diesem Album sein. Und wenn jemand Johnny Cash Fan ist, vor allem vielleicht auch von diesem Konzert und möchte da klanglich das Beste haben, ist das wahrscheinlich das Ding, das man haben muss. Angaben ohne Gewähr. Was ich mir vorstellen könnte, was vielleicht noch geiler ist oder was ich in diesem Fall geiler finden würde, obwohl ich jetzt nicht der riesen Mono-Fan bin, wäre so eine Original Pressing, Erstpressung in Mono. Gab es nämlich auch, da hat man das Schlagzeugproblem dann eben nicht. Das könnte ich mir vorstellen, dass das auch so schön roh und Mono und Original, dass das vielleicht irgendwie dazu noch besser passen würde, keine Ahnung. Mal gucken, ob ich da irgendwann mal sowas finde, aber auch die sehr gelungen. Weiter geht's mit einer Schallplatte, die so aussieht. Es handelt sich um Brian Eno. Und ich lese euch mal hier kurz vor ein paar Infos dazu, bevor ich mir jetzt hier einen abstammele. Das steht nämlich hier ganz schön.
Der offizielle Soundtrack zum großartigen Film Eno, eine Dokumentation über den visionären Musiker und Künstler Brian Eno. Während man eine sehr umfangreiche Box bräuchte, um Enos Werk der letzten 50 Jahre vollständig abzudecken, ist es mit dieser Veröffentlichung gelungen, Musik von 14 verschiedenen Alben aus seiner gesamten Aufnahmekarriere unterzubringen. Zusätzlich erhält das Album 3 bisher unveröffentlichte Aufnahmen. Also, spannend, wer Brian Eno nicht kennt, unbedingt mal damit beschäftigen. Sehr bekannt in der Szene, in der er sich musikalisch bewegt, sage ich es mal. Viel Elektronisches hier dabei, die neuen Tracks auch mit Vocals hier von ihm, viele Features hier drauf, unter anderem auch Fred Again, This Is Come On. Also ein wahnsinniges Spektrum über die Jahre hinweg, was musikalisch hier drauf von ihm gelandet ist. Und ich finde jetzt gerade für jemanden, also für mich passt das gerade genau, denn ich wollte mir schon immer mal was von Brian Eno holen und war da immer so halb schon am Bestellen und dann doch nicht und dann doch nochmal was anderes gehört und wieder in Vergessenheit geraten, dass das so eine Art Compilation jetzt ist, die das so ein bisschen abdeckt. Auch wenn ich eher ein Albenfan bin, das muss man ganz klar sagen. Ich zeige euch mal, ach so, übrigens, während ich das mittelschwere Gatefold-Cover gerade so aufklappe und das Bild hier hinten sehe, irgendwie spricht mich das Cover hier nicht an. Ich weiß nicht warum. Das ist mir einfach zu viel, zu wirr. Ich hätte das so simpel, nur er hier drauf, hätte mir als Cover viel besser gefallen. Vielleicht konnten die sich nicht entscheiden, welches Foto sie von ihm nehmen, haben dann gesagt, wir machen alle drauf irgendwie. So kommt's mich vor. Es ist aber auch nur eine Kleinigkeit. Das Ganze ist gemacht von Miles Shovel in den Abbey Road Studios, habe ich gesehen. Und klingt auch vernünftig. Es sind Sachen dabei, die klanglich sehr schön sind, Sachen passieren, die wirklich sehr interessant sind. Alles andere ist nur sehr gut, also sehr, sehr solide. Jetzt nicht, dass man sagt, das ist, müsst ihr klanglich euch unbedingt kaufen. Also klingt gut, aber nicht kaufen wegen dem Klang. So rum ist es vielleicht richtig gesagt. Ansonsten, wie gesagt, ja, unveröffentlichte Songs von ihm drauf, wo er auch singt, klingen recht modern. Vieles dabei, was nach 80er, 90er Jahren klingt. Sehr vieles reduziert, mystisch, so in die Richtung und ruhig, ja, elektronisch. Das ist schon sehr abwechslungsreich und muss man aber auch mögen. Aber wenn er den Künstler kennt, dann wisst ihr ja Bescheid. Pressqualität weiß ich nicht genau. Hier steht übrigens, ich zeige euch noch gerade hier, kommt übrigens so in so einem, finde ich ja richtig, das sind so recycelte Hüllen hier, die hatte ich schon ein paar Mal, die fallen so auseinander, reißen, sind so hart. Ich mag das Material wirklich gar nicht, auch wenn es für die Umwelt gut ist oder irgendwas. Und hier steht auch 2LP Recycled Black Vinyl. Also das ist recycelt und das Vinyl auch. Von der Pressqualität, ich weiß nicht, ob es an der Pressqualität liegt oder an dem recycelten Vinyl. Hier übrigens kommt in solchen Inners. Also es ist ganz normales schwarzes Vinyl. Manchmal gibt es so Eco-Vinyl, das so dunkelbraun, grünlich ist oder so. Das hier gar nicht. Mit der Pressqualität bin ich mir nicht einig. Sind doch ein paar Pops drauf, hier und da auch verknistert. Ich müsste sie vielleicht noch mal waschen. Ich glaube nicht, dass da alles weggeht. Da weiß ich nicht. Ich würde fast sagen, dieses recycelte Vinyl. Kann mich aber auch irren. Ja, ansonsten, wie gesagt, wer den Künstler noch nicht kennt, jetzt habt ihr die Chance, den zu entdecken. Und für alle, die sich schon immer was kaufen wollten wie ich, das ist vielleicht ein guter Moment, um so einen Überblick über das Schaffen von Brian Eno zu bekommen. Und es kommt noch eine Platte, die ich, muss ich dazu sagen, mitbekommen habe von Inakustik, die auch von Inakustik eben gemacht wurde, wie so einige Compilations für manchen Hersteller, manche Marke, diese neue Torrens New Reference Collection. Und die wollte ich euch doch mal zeigen, weil die macht mir wirklich Spaß. Und ich glaube, wir hatten schon mal so eine ähnliche, da habe ich auch gesagt, und das ist auch sowas, wenn jemand mal so eine Vorführplatte möchte, wo man weiß, man kann sich klanglich drauf verlassen, dass das gut oder mehr als gut ist, dann ist das wieder ein schönes Ding,
weil musikalisch eine tolle Auswahl drauf ist. Ne? Man hat hier ein mittelschweres Gatefold-Cover zum Aufklappen. Hier übrigens von Torrens der Reference-Plattenspieler, so eine Spreng-Explosionszeichnung oder wie man das nennt, mit den Einzelteilen drauf. Direct Metal Mastering hier wieder. Hinten sieht man auch in Akustik drauf. Hier sind die Tracks. Ja, zum Beispiel Yon Sun Na ist hier drauf. Ist das eine vietnamesische, thailändischere? Irgendwo aus dem asiatischen Bereich, Künstlerin, die ich ganz toll finde, die auch viel Coverversionen macht. Darauf klangliche Highlights für mich von Vital Tectones. VTT heißt der Track. Da ist so ein Elektro-Bass drauf, relativ reduziert, aber der so funky, da so snappy spielt, finde ich absolut fantastisch. Hier ist Fever von Elvis Presley drauf in einer wahnsinnsklingenden Version, wie ich finde. Gänsehautmäßig definitiv. Und auch ein absolutes Highlight für mich hier, Alan Taylor, Color to the Moon. Ein Künstler, Alan Taylor, den ich jetzt entdeckt habe durch diese Platte. Ich kannte ihn vorher nicht. Gibt mir so ein bisschen Dire Straits Vibes, ein bisschen reduzierter. Habe ich mir jetzt direkt auch mal ein Album digital gespeichert, dass ich mal Ruhe vorhören muss. Könnte interessant sein, mal schauen, wie die anderen Sachen von dem sind. Finde ich auch immer gut, solche Compilations für was zu entdecken. Musikalisch ist das eine Mischung zwischen Soul, Blues, Jazz, Rock, also so querbeet. Allgemein, klar, kräftig, differenziert, aber eben unterschiedlich. Ja? Logisch, ist eine Compilation, verschiedene Künstler, verschiedene Aufnahmen, verschiedene Ursprungsmasterings und so weiter. Klar, dass da unterschiedliche sind. Jetzt für mich die herausragenden habe ich ja schon genannt. Eine tolle Platte, wenn man einfach auf die Schnelle mal was vorführen will. Und wie gesagt, ich finde es echt immer toll, für neue Künstler zu entdecken. Da ging es mir schon bei der ein oder anderen Compilation so. Die neue Torrens New Reference Collection. Und bei der letzten Platte für heute wird es am aller speziellsten, finde ich, ja wobei, ja, ist es eigentlich gar nicht. Es ist am Ende eine Jazzplatte, also nicht Jazz-Fans können abschalten. Das ist auch nichts für Jazz-Einsteiger, muss man ganz klar sagen. Moment, zur Sicherheit, den Obi dran. Das Teil sieht so aus und wer mich kennt, weiß, ich bin auch affin für japanische Sachen und auch für Jazz aus Japan. Und dass mich das erstmal anspricht, kann der ein oder andere sich wahrscheinlich denken. Es handelt sich um So What Live at Pit in Shinjuku oder Shinjuku von Masahiko Togashi und JJ Spirits. Das sind unter anderem also Masahiko Togashi, Kosuke Mine, Masahiko Sato und Nobuyoshi Ino. So sieht das Ganze aus. Das Ganze erscheint auf Venus Records, was mir nicht bekannt war. Aber ich herausgefunden habe, dass es dabei um ein japanisches Jazz-Label handelt, das 1992 gegründet wurde. Und hier steht auch, Venus gives new life to Jazz, Venus is Jazz. Und da fällt mir jetzt gerade ein, ich sollte doch mal schauen, was da auf diesem japanischen Venus Jazz-Label noch so rausgekommen ist. Das muss ich unbedingt mal machen, ja. Und das ist hier eine Aufnahme von Venus Records aus dem Jahre 1995. Ich finde, auch hier sieht man ihm die Zeit an irgendwie, dass das von 1995 ist, so vom Style her irgendwie. Ein mittelschweres bis schweres Gatefold-Cover, schön matt, so texturiert. Hier innen japanische Texte, den ich nicht lesen kann. Ein paar Session-Fotos finde ich sehr gut. Ja, so sieht das von hinten aus. Relativ simpel gemacht, erinnert mich auch von hinten von der Machart her irgendwie so ein bisschen an Three Blind Mice. Das ist auch ein bisschen so oft so schwarz-weiß einfach gehalten. Und von diesem Album, wie gesagt, 95 oder teilweise 94, 95, gab es nur CDs die ganze Zeit. Und das ist der erste offizielle Vinyl-Release, der von diesem Album rausgekommen ist. Also quasi eine Erstpressung. Wie gesagt, live, ich finde das ein relativ intimes Live-Konzert. Das Publikum ist hier und da mal zu hören, wirkt aber relativ kompakt, wie ich finde. Wirkt nicht wie ein riesiges Publikum, sondern eher kompakt. Passt, wie das Publikum da klanglich eingesetzt wird, für meinen Geschmack. Musikalisch sehr abwechslungsreich. Nichts für Einsteiger, sage ich, weil vor allem der erste Track hier, Monk's Head Blues, Milestones, doch sehr
wild startet. Passt für die Live-Performance, wenn man dann vor Ort ist wahrscheinlich. Wenn die Band mal so zeigt, was sie jazzmäßig so drauf hat. Aber das könnte einen doch am Anfang ein bisschen erschrecken. Hat es mich auch fast. Das war mir fast too much. Also ein bisschen wild, ein bisschen experimentell, wie das da reinkommt. Aber ja, also gibt viele Leute, die stehen drauf. Mir ist es ehrlich gesagt zumindest am Anfang schon too much. Weiter geht's mit der Seite B, die ist aber dann schon eingängiger. Die macht wirklich tierisch Spaß, so auch die Seite C. Also ich würde sagen, Seite A und die Seite D ist was für Profis. Und die Seite B und C kommen wahrscheinlich mehr Leute darauf klar. Das ist schon eingängiger und ist klanglich wirklich auch sehr gut gelungen, muss ich wirklich sagen. Ist jetzt auch nicht das breiteste Jazz-Album so aus meiner Sammlung. Es geht auch ein bisschen zentriert dazu, was ich nicht schlimm finde. Relativ ausgeglichen, wobei mir das Schlagzeug hier, er hier ist ja auch der Drummer, ne? Masahiko Togashi. Das Schlagzeug gefällt mir sehr gut da drauf und auch das Saxophon von Kosuke Mine hier herausstechen. Die zwei Sachen, das Saxophon noch mehr, stechen klanglich heraus, was mich jetzt nicht stört, das ist für mich okay. Also eine spezielle Jazz-Live-Performance aus den 90er Jahren aus Japan mit japanischen Künstlern von einem japanischen Label zum ersten Mal auf Vinyl. Ich finde es was Besonderes. Ich bin mal gespannt, wie das Teil so ankommt und wie sich das so die nächsten Jahre entwickeln wird. Ob das ein gesuchtes Teil wird irgendwann oder so. Ich kann es jetzt nicht einschätzen. Ich finde es cool und freue mich drüber, dass ich es habe. Ja, das war es mal wieder mit den 5 neuesten Scheiben. Ach so, bevor ich das übrigens vergesse, ich wollte das mal noch sagen, weil ich letztens ein paar Kommentare bekommen habe. Vielleicht ist es dem einen oder anderen das Konzept von meinen Neues aus dem Plattenschrank-Vorstellungen nicht bewusst. Es sind nie Schallplatten, die ich schon lange Zeit habe und dann einfach mal aus dem Schrank ziehe und euch zeige. Nein, das sind immer Schallplatten, die innerhalb den letzten, ich sage jetzt mal grob plus minus 2-3 Wochen den Weg zu mir gefunden haben, die ich mir geholt habe, die ich euch dann zeige. Soll ja auch Sinn machen, dass das etwas ist, das man vielleicht auch gerade kaufen kann. Also das ist immer das Neues aus meinem Plattenschrank, bedeutet, das sind Platten, die auch bei mir in der Sammlung frisch angekommen sind. Ja. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis dann.